Hallöchen Radsportfans und herzlich willkommen zurück in unserer Pro-Cyclist-Karriere mit Eddie Merckx. Giro Adriatico läuft immer noch. Jetzt in dieser Folge kriegt ihr die Mittelgebirgsetappe und die Flachetappe und dann wahrscheinlich nehme ich diesen Milano-Torino-Klassiker auch noch mit rein. Da bleiben wir dann in Italien. Wir wurden zur Helvetia eingeladen. Ja, wir machen erstmal mit dem Giro Adriatico weiter und mal schauen, ob wir da noch unsere Stufe 12 vollkriegen oder ob wir noch ein bisschen warten müssen. Ja, jetzt mal hier am Ende zwei richtig dicke, fette Berge. Da werden wir bei den Favoriten wahrscheinlich wieder nicht dabei sein. Nee, ein Interview mit uns gibt's auch nicht. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ladies and gentlemen, hello and welcome. The profile of today's course favors climbers. The others are going to have to make an early breakaway and build up a good lead if they want to win. However, it has to be said that their chances of doing so are slim, if not non-existent. Ja, und es regnet mal wieder in Strömen, was natürlich im März jetzt nicht so wild ist. Da kann es schon mal öfter mal regnen, aber das ist hier immer die ganze Saison über so, ist es übel. Und wir müssen sogar Arbeit leisten. Da ich nicht weiß, wie es sonst mit den Punkten geht, mache ich das auch auf jeden Fall erstmal. Ich hoffe, ich kriege das schnell rum. Es sind über 200 Kilometer zu fahren hier. Und wir haben leider nur frische Gut. Mal gucken, ob ich hier nicht mit 35 fahren darf. Obwohl wir halt der Bestplatzierte in unserem Team sind, ne? Müssen wir hier arbeiten. Was? Nicht im Ernst. Da greift einer an und die fahren schon hinterher. Wer ist denn das? Der Gott schlechthin oder was? Lastra oder was? Ich kriege ihn nicht so richtig erwischt, dass ich mal länger lesen kann. Attack! It's a good moment to show the team colors. Ist natürlich auch möglich, dass das nur so aussieht, dass hier eben gleichzeitig Attacken und Hinterherführen läuft. Oh, wenn ihr die gestrige Folge von Erik Zabel gesehen habt, da haben wir wieder richtig gefuscht, Alter. Aber das passt so ein bisschen zu der Dauphiné, die wir da gefahren sind. Da haben wir ja bei zwei Sprintetappen auch übelstes Pech gehabt. Einmal das Spiel einfach eine Einstellung umgestellt und beim zweiten Mal. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Hatte der gute alte Erik das Hinterrad nicht gehalten? Die scheinen wirklich dem einen hinterher zu fahren, obwohl die greifen hier wahrscheinlich wieder an. Ey Leute, ich muss Arbeit machen. Führen die noch hinterher? Ist immer ganz schwer zu sehen, wer hier noch angreift. Wer ist noch am Führen? Several riders are attempting to Da break können sie jetzt away. eigentlich mit den 8 da vorne nicht zufrieden sein. Na, Lonardi kommt auch schon nach vorne. That's the end of the breakaway. The pack Endlich gave mal them das no Ende chance. des Ausweichversuchs, aber da geht es gleich wieder ab. Führt man Things are hinterher. heating up in front. Komme ich wieder in die Führung? Ne, die The führen pack immer is noch. increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Ey Leute, da ist einer weg. Einer. Übel. Ist natürlich möglich, dass sie sich denken, naja, geht ja nur bergab, da können wir auch mal hinterher fahren. Aber hier, ey, Puls im gelben Bereich, also. There's a few riders jockeying for Ihr habt doch position alle at the front. gedrückt hier, ey, das kann nicht sein, dass ihr da einem einzigen hinterher fahrt. Na, jetzt kommt gleich mal ein Hügel, ich bin mal gespannt. Wenn er jetzt schon gelb ist und die dann weiterfahren, dann geht er dann aber in den roten rein. Ja, Kuvilli, ich würde ja gerne was machen, aber ich kann nicht, ich darf nicht. Die drehen hier vollkommen am Rad. The pace is really hot, so for the moment we shouldn't see too many attacks. Boah, nicht, dass das so eine The current Kacketappe pace ist, is a bit too docile for some Etappe riders durchfahren, who weil are die halt looking über to create a 200 Kilometer. breakaway. The So. escapees have surrendered. Das The sieht doch pack jetzt gave them gar nicht no so schlecht chance. aus. Mal irgendwie nach vorne. Oh, da greifen wir wahrscheinlich wieder zu viele an, oder? Ne, hier, wie der wackelt, der Italiener, der And he fährt da sprints hinterher. away in attack. Der kann nicht mehr. Das muss man sich mal reinziehen, ey. Die können hier alle nicht mehr, fahren trotzdem hinterher. Das ist doch nicht normal. Zumindest ist das nicht normaler Radsport hier, ey.
Soll das ein Angriff sein? He broke from the pack like a greyhound. Oh Gott, da gehen noch welche. Die wollten sie ihn gerade gehen lassen. Break away, die lassen sie auch gehen, oder was? Lass mich mal durch hier. Ich bin Arzt. Nee, hier. Ja, nein. Ne, keine Chance hier. The gap is widening. It's now over 2 minutes. 65. Noch darf ich. 50. Er hat euch so langsam mal. Oh, nicht im Ernst. Da Attack gehen noch welche. So lange wie die hier rumeiern, zählt meine Führung nicht. Ihr verpisst euch. Alter. Ich bin ganz ehrlich, ich brauche nichts mehr. Scheiß auf die Arbeit. Das ist mir zu anstrengend. Ich habe nur gute Frische. Tja, dann machen wir mal auf einer Etappe unsere Arbeit, nicht? Wäre ich mal mit dem ausgerissen, hätte ich die Arbeit da machen können. Attack by Quentin Pache. Das stimmt ja dir mit den ganzen Leuten nicht, ey. Ist auch gerade schwer zu sehen, wie das Tempo ist, weil es bergab geht. Ja, natürlich! It looks like the pack has und er steht auf, Eddie steht nicht auf. Eck, der sich genau auf die Fresse, wenn er in meiner Höhe ist. Ich bin noch nach links ausgewichen, aber keine Chance. Setzen wir erstmal durch. Das ist wieder was. Der hier, wa? Na? Was ist jetzt los? Muss doch eigentlich irgendwas passieren. Im Moment habe ich mit dem Radsportmanager wirklich kein Glück. Sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. Ja gut, da ich keine Arbeit mehr mache, mache ich euch jetzt hier einen Cut und dann sehen wir uns hier kurz vorm ersten Mal, wenn wir den fetten Berg hoch müssen. Ja, und wir nähern uns jetzt dem vorletzten Anstieg. Den Berg müssen wir zweimal fahren. Beim ersten Mal ist auch ein bisschen länger wie beim zweiten Mal und zieht euch das rein. Das Tempo ist so hoch, ich habe jetzt noch nicht mal Hälfte gelb. Nun gut, wir sind auch nur mit guter Frische hier reingegangen in das Rennen, aber wenn wir hier schon gleich beim ersten Mal nicht mehr mithalten können, kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss jetzt schon Punkt fahren. Ja, Puls geht gleich in den roten Bereich rein. The pack is putting the squeeze on the breakaway. Der Kovili, der denkt, ich könnte hier noch irgendetwas machen. Nö, kann ich nicht. Geht einfach nicht. Ist jetzt die Frage, ob ich über den Berg noch mit rüberkomme. Ich wage es zu bezweifeln. Ah, nur noch ein Fitzel gelb. Wow, there's an attack from inside the breakaway group. Der Hauptbalken runter. Und jetzt kommen wir gleich erst in den richtig steilen Abschnitt. Der wird jetzt angezeigt. Und den müssen wir quasi zweimal fahren. They really are moving. The pack can't get strung out too far, or it's going to start breaking up. Das sind jetzt noch über 6 Kilometer. Nee, das kann Eddie nicht durchhalten. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. Für uns alleine. Ich habe auch immer mal so zwischendurch mal versucht, noch ein bisschen Arbeit zu machen, aber keine Chance. Hätte man mit 65 bis 70 führen müssen, um überhaupt vorne zu bleiben.
Und da sind wir aus dem Hauptfeld rausgefallen. Ja, danke für nichts, oder? Mit 60 geht wenigstens der Rotter nicht mehr runter, zumindest im Moment nicht. Oder wenn halt ein kleines bisschen. Wahrscheinlich aber immer daran, die werden hier bestimmt so, ne, immer noch auf 99 stehen, obwohl sie nicht mehr können. Hier, Georgshagen Hart hier bei uns. Acceleration by Caruso. Ist schon deutlich besser wie wir. Ja, jetzt haben wir unseren Kapitän abgehängt. Dann fahren wir in die Karriere. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Da ist eigentlich die 1 Kilometer Marke, oder? Aber das war irgendwie 0,5. Ja, vielleicht weil es so steil ist. Boah, versuch mal damit dran zu bleiben. They're heading downhill, so they've got to make sure to keep warm and make no mistakes on their trajectory. Ja, da gestürzt, ja. Somebody says that a rider is down. Das haben wir auf jeden Fall genug. Der hat sogar ein bisschen Gelb zurückbekommen. Peloton ist jetzt gar nicht so weit von uns weg. 1,5 Minuten etwa. 15 Kilometer to the finish line. Aber da werden sicherlich noch ein paar davor rumdümpeln. Ja, die waren eben bei 15. Wir sind eben gerade unter 17,5 durchgefahren. So, und dann dürfen wir noch mal rein ins Vergnügen. Ich fahre ja trotzdem mit Punkt. Komm, nehmen wir den noch ein. Aber das werden wir, glaube ich, mit 85 nicht durchhalten. Auf 75 Runde. The riders are in a portion above 10%. Oh my! I can see a rider on the tarmac! Thank goodness he looks fit to get back in the race. Attack by Caruso. Sieht ein bisschen aus wie das rosa Trikot hier. Na, mit 75, das könnten wir gerade so packen. Obwohl, wahrscheinlich doch nicht. 3,5. Meine Begleiter aus. Aber auch schon geil, ne? Mithelfen tut hier auch gar keiner mehr. There's a report over the radio of a rider coming off his bike. But apparently, he's back in the saddle. Müssen noch ein bisschen weiter runter drehen auf 70. Falling behind. A team leader is falling behind. Jetzt noch 2 Kilometer. The finishing line is not far off, as we're into the last descent. Ey, da übernimmt mal ein anderer die Führung. Nicht schlecht. Hoffentlich nicht zu schnell. Ganz klein Fitzel Gelb haben wir noch. 1,5 Kilometer. Könnte, wenn jetzt nicht irgendwie nochmal das Tempo ein bisschen angezogen wird, gerade so eben reichen. Da haben wir den deutschen Meister. We're into the last 5 kilometers. So, jetzt dürfte der Rote langsam nach unten gehen. Vielleicht kriegen wir dich noch mit rüber.
ab in die Abfahrt stürzen. Noch schneller machen. And it's a solo victory for the Italian Damiano Caruso. Ja, Caruso hat gewonnen. Ja, ich denke mal, können wir mittlerweile auch 99 machen, ne? Geht ja nur noch bergab hier. Bis ins Ziel. The race is run, but the poor souls bringing up the rear continue to cross the line. It's a bit of a knock for the morale. Der gute alte Eddie immer wieder aus dem Sattel raus. Sprint mal noch ein bisschen ab hier. Zack, und da ist der Eddie drin. Boah, manche hängen immer noch am letzten Anstieg. Auf jeden Fall auch wieder die aus meinem Team alle locker geschlagen. Trotz, dass ich es mit der Arbeit ein bisschen versucht habe. Ja, und der gute alte Bernard, der ist in seiner Saison 32 Rennen mehr gefahren wie Eddie. Die hat Eddie jetzt in dieser Saison noch nicht mal voll. Also es ist wirklich kein Wunder, dass der da so ein bisschen hin und her hinterher hinkt. Ja, hier ist Eddie im Bild, das können wir uns checken. Der hat nichts gerissen. So, allgemein sind wir zwei Plätze nach unten gefallen auf 19, ist fast 9 Minuten Rückstand. Und hier werden wir auch überall unter ferner Liefen sein. Naja, hier Dritter in der Nachwuchsfahrerwertung. Da kommen wir aber natürlich auch nicht mehr ran. Rodriguez, der ist ganz gut dabei, hier vielleicht sogar die gesamte Rundfahrt zu gewinnen. Ja, das findet er natürlich unterdurchschnittlich, aber ich bin nicht dazu gekommen, Arbeit zu leisten, Manager. Tut mir ja auch leid. So, und jetzt die letzte Etappe. Nochmal eine flache Etappe. Gucken, wie viel Frische wir mitnehmen. Wahrscheinlich unterdurchschnittlich. Ey, das haben wir aber richtig gut getippt, oder? Unterdurchschnittliche Fitness hier auf der Abschlussetappe. Ein Interview mit uns gibt's nicht und naja, ob wir wieder Arbeit leisten müssen, das sehen wir ja dann im Rennen. Greetings to all. The profile of this race is quite flat. Expect a fast pace from the peloton. Ja, und damit herzlich willkommen zur Abschlussetappe Giro Adriatico. Wir müssen bestimmt wieder Arbeit machen. Oh nee, freies Element. Minus 2. Ob ich einfach mal ausreiße. Ach, komm, warum nicht? Ich werde mal ausreißen. Bisschen grün haben wir. Das dürfte für die kurze Etappe eigentlich... Oh, den habe ich verpasst. Oh, was? Oh boy, they're attacking a long way from home. Alter, Mann, sind die da an mir vorbeigeschossen. So, da kommen wir aber wieder ran, so wie es aussieht. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Und das Feld lässt uns schon wieder nicht gehen. Was stimmt denn mit denen nicht? Attack by Bisseger. Das ist ja echt krass. So, was sind wir denn jetzt weg? An attack is launched. 7 Leute hier. Ah, Bisseger hier drin. Der ist in der Ebene so gut. Da wäre ich wohl kaum was reißen können. Ja, die wollen alle nur langsamer fahren. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. And it's a swift acceleration by Maximilian Schachmann. And he sprints away in attack. Den sagt er immer so cool an, ey.
12 Mann in unserer Gruppe, 2 da vorne. Abstand wird aber nicht größer. Der ist eben sogar wieder ein bisschen kleiner geworden. Attack by Ruben Guerrero. Ja, der Puls im Feld ist doch gar nicht so hoch, ey. Verstehe ich gar nicht, wie die irgendwie den Abstand runterfahren. So, neuer 16 Mann. Da klinge ich mich mal aus hier. The breakaway has now got over a minute on the pack. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Eine Minute haben wir drauf, aber nur ganz langsam mehr. Mein Gelber geht schon wieder nach unten. Naja, miese Form auch noch. Jetzt haben wir 2 Minuten. Bei so einer riesigen Gruppe, selbst wenn die durchkommt, werde ich wahrscheinlich nichts machen können mit meinen schlechten Ebenen und Spritqualitäten. Das wollen sie alle nicht mehr, weil Eddie nicht mithilft, oder was? Ist mir egal. Ich hab Minus, ich hab schon Hälfte Gelb weg, sogar drüber. Ich mache hier nichts. Außerdem sind hier auch welche andere ausgeklinkt, die auch nichts machen. Ich krieg ein bisschen Gelb wieder. It looks like the pack has bitten the dust collectively, but the riders would seem to be okay to carry on. Oh, mit dem Sturz. They really are moving. The pack can't get strung out too far, or it's going to start breaking up. Darf ich jetzt, Kommentator? Mit dem Sturz verabschiede ich mich jetzt hier von euch und dann sehen wir uns hier zum Zielsprint wieder. Ja, da sind wir gerade unter der 20-Kilometer-Marke durchgefahren, nehme ich euch jetzt hier wieder mit rein. Ist nichts Weltbewegendes passiert, die haben uns auch nicht so richtig weggelassen, ist immer so bei etwas über 2 Minuten geblieben. 2,5 war, glaube ich, der Höchststand an Abstand. Also wollen die da hinten im Feld nochmal ordentlich sprinten. Jetzt halten wir die Minute schon etwas länger. Aus unserer Gruppe sind auch zwischendurch mal 2 gestürzt. Ja, man sieht schon, ey, ich kann hier überhaupt nicht mitfahren. Ich soll 97 bis 100 fahren. Das liegt halt an unseren scheiß Ebenenqualitäten. Also, in Anführungsstrichen. Ich meine, vielleicht kommt die Gruppe durch, aber da ich halt kein guter Ebenenfahrer bin und Sprinter, kann ich hier wahrscheinlich trotzdem nichts reißen. Weil es sind halt doch schon sehr viele Leute hier drin, die einigermaßen was in der Ebene können. Richtig guten gehabt. Und hier war wieder ein richtig guter. Und dann können die vielleicht den Abstand zum Feld halten. The leader of the pack is dwindling. The pack really doesn't look interested in following the breakaway. Things have slowed right down. Halt, wie gesagt, there are just 10 kilometers left. Der Gestell ist hier, die alte Gustle. Ja, moin. Komm, ich irgendwie mal hinter Gustl. Der hat ja schon so viel für uns getan. Jetzt nicht für Eddie, ne, sondern für Erik Zabel. Na, vielleicht muss ich doch nochmal einen anderen nehmen. Gustl kommt wahrscheinlich nicht. Only 5 kilometers left. Kommt den hier rein. Den hier rein. Dann müssen wir mal Wale. Ne, Balz. Ja, die Gruppe kommt durch. Ja, wie gesagt, wird uns nichts bringen. Eddie muss jetzt schon aus dem Sattel. Hinterrad scheine ich noch ganz gut gewählt zu haben. Aber da ist mein Roter weg. Vielleicht kannst du wieder irgendwie auf Platz 3 ziehen. Ja. His aim was to ich wollte es nur nochmal austesten, aber man hat es gesehen, in dem Moment, wo ich auf Sprinten geklickt habe, ist er auch gleich noch ein ganz kleines Stück zurückgefallen. Also der Rote war halt auch weg, dann kannst du an denen nicht mehr vorbeischießen, aber der hat mich zumindest mal auf Platz 3 reingezogen. Da hat sich dann doch noch gelohnt auszureißen, wenigstens mal hier einen Dritten eingefahren.
Das waren die letzten. So, jetzt mal ein schönes Replay. Aus der Gruppe raus, hat man ja nicht so oft. Tja, also wenn wir da keine Minusform gehabt hätten, dann hätten wir hier vielleicht eine Etappe gewinnen können. Weil ich konnte halt nicht mehr rausgehen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt noch erkennen kann. Da habe ich auf Sprinten geklickt. Und dann, man hat es halt gesehen. Da ist ja hier noch so ein kleines Stück von mir weggefahren. Da habe ich irgendwie Hick auf. So, das soll uns aber auch reichen. Denn wir nehmen hier den einen flachen Klassiker, den nehmen wir auch noch mit rein. Der dürfte ja auch relativ schnell erledigt sein. Ja, ziemlich durchwachsene Giro Adriatico. Aber dafür kriegen wir nochmal Punkte, weil das unsere erste Platzierung in den Top 3 bei der CYA World Tour war. Ich wollte schon CYW sagen, das ist nämlich unser Counter-Strike-Clan. So, dafür gibt es auch nochmal Punkte, auch nochmal 23, nicht schlecht, haben wir schon 166, noch 134 bis zur Stufe 12, die wir endlich erreichen wollten. Und ich will das nur mal kurz durchrechnen. 1, 2, 3, Mallorca war 5, 8, das waren 5, 13, das waren 5, 18, das waren 7, 25... Ja doch, genau mit diesen 7 vom Giro Adriatico, also jetzt mit dem Rennen hat er jetzt gerade mal genauso viele Rennen gefahren wie Bernardino in der ganzen ersten Saison. Gucken wir mal, wie lange das dauert, ne? Bis zum 12. März in der nächsten Saison. Ja, deswegen ist er auch auf jeden Fall nicht mal annähernd so weit wie Bernard und natürlich eben... Diese Kombination von Bernard scheint halt brutal zu sein. Etappenfahrer und Kopfsteinpflasterfahrer. Wie da gleich am Anfang die Werte nach oben geschossen sind, das war einfach super. Da ich bis jetzt nur einmal Bernard ja schon mal getestet hatte mit einer anderen Einstellung und jetzt nochmal Bernard fahre und Eddie ist das ja sozusagen der dritte Fahrer beim 2023er Manager und das ist auf jeden Fall bisher die beste Kombination. Ich fahre noch einen vierten, den ihr nicht seht, das ist nochmal mal Erik Zabel als Hügelfahrer und Sprinter. Der macht mir da auch relativ viel Freude, spiele ich aber jetzt nicht gerade so oft. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind hier nicht in den Interview mit dabei, wir gehen mal rein in diesen flachen Klassiker. Ladies and Gentlemen, hello and welcome. It's going to be a monotonous day when it comes to the terrain, but at least the teams with sprinters won't be complaining, and, of course, those opportunists with a bit of daring won't make their life easy. Ja, damit herzlich willkommen zu diesem flachen Klassiker Milano-Torino. Wir sollen Arbeit leisten, was halt normal ist, ne? Ist ja ein Flachrennen, dann machen wir das. Wir haben es auch tatsächlich mit Pause zu diesem Rennen nach Adriatico nur auf He's launching an attack! There's not much hope in it succeeding, but at least his family gets to see him on TV. In die Angriffe ab. There's a breakaway. Noch sieht das Feld das entspannt, aber jetzt nicht mehr. Oh, Eddie ein bisschen aus dem Wind raus. Matteo Trentin von uns ist hier auch mit bei den Favoriten. The current pace is a bit too docile for some riders who are looking to create a breakaway. Noch mal 4, dann werden die wahrscheinlich das Tempo wieder erhöhen, ne? Ja, so ist es. Da wurden auch wieder eingefangen, aber da gehen noch mal welche. Is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Noch einer. Und noch einer und noch einer. There's a few riders jockeying for position at the front. Und da fahren sie auch schon wieder hinterher. Formolo goes onto the attack. Ich soll hier wahrscheinlich nicht so richtig Arbeit leisten. Ich darf nicht. So, auch wieder eingefangen. Darf ich jetzt mal? Lasst mich mal da vorne. Boah, er braucht ja schon mit 85 so lange. Jetzt voll in die Ramme gehen. 40 muss reichen. Sieht mit 35 aus. Sieht auch noch gut aus. So, 6 weg. 2 Minuten haben wir drauf. Ja, das Rennen ist nicht so lang. Ich glaube, ich mache mal jetzt noch lieber schon mal wieder auf 40. 25% haben wir. 3 Minuten.
Ja, bis 50% fahren wir 40, danach dann 45. So, 45. It's a puncture! Ah, da sind sie jetzt schon nicht mehr mit einverstanden. Ist denen so langsam. Dann bist du gleich wieder nach vorne. Gleich wieder nach vorne. Lass mich ran. Lass mich ran. The pace is quite slow on this section. The riders are obviously keeping something back. We should be in for quite a finish. Geht denn 55 noch? Ah, nee, das reicht auch schon nicht mehr. Scheiße. Komm, lass mich wieder vor. Der da tritt schon leider ganz ordentlich rein. Also wird es wahrscheinlich selbst mit 65 nicht gehen, wa? Oder doch? Na, Movistar. 75%. Movistar wird hier nervös. Ja, Matteo Trentin, die gibt auch kaum einen aus. 100%. Wie es mit 60 aussieht, noch ein bisschen weiterfahren. So, und da sie mich jetzt ablösen, lasse ich mich jetzt auch zurückfallen. So, hat ein bisschen gedauert, bis wir die Arbeit fertig hatten. Roundabout ein Drittel des Rennens, aber dann mache ich euch jetzt hier einen Cut und am Ende sehen wir uns wieder. So, da vorne kommt die 20 Kilometer Marke, da nehme ich euch jetzt hier wieder mit rein. Der Matteo Trentin, der hat lustige Kommentare gemacht, während wir Befehle gegeben, während wir hier in diesem Hügelbereich waren. Da ist hier der Puls, der war sogar noch höher wie jetzt. Also der war nicht nur im dunkelorangen, der war im roten Bereich, aber hier bei allen. Ihr seht ja auch, wie doll die anderen alle gelitten haben. Und dann hat er immer wieder, wie gesagt, Tempo ultra hoch. Und der hat immer wieder Kommando, Eddie, wir müssen die Lücke zu den Ausreißern schließen. Und ich so, du willst noch schneller fahren? Wenn ich hier an den Hügel noch angezogen hätte, dann hätte er abreißen lassen. 15 Kilometer to the finish line. Also nicht nur er, das ganze Team hier wahrscheinlich. Aber voll geil, Alter. Ich kann kaum noch atmen, Eddie. Ah, du musst noch schneller fahren. So, jetzt ist hier wieder ein bisschen entspannt. Kriegen wir vielleicht ein bisschen Gelb wieder. Oh, Trentin ein bisschen in Angriff irgendwie. Also, seht ihr das hier? And he spurts away from the group. He's going for victory. Lass uns mal gucken. Ist das Peter? Das ist der gute alte Peter. Da hänge ich mich doch mal ran. Ne, warte mal. Wir nehmen erst den. Und dann hängen wir uns ran. Und der da vorne kann auf jeden Fall. The finish line is getting close. The riders just passed the 10 kilometers road sign. Oh, jetzt kommt Peter. Peter geht ab. Und raubt uns leider dabei den roten Balken. While the pack is getting close to the finish line, everybody seems to agree that the stage will be won in a sprint. The pace seems much too high for many riders. Was geht bei Another Peter? Attack. This time it could go all the way. Jetzt wieder ein bisschen langsamer zum Glück. Da geht auch unser Matteo Trentin. Er darf uns nicht entwischen. Er macht er nicht. Peter regelt. Da ist die 5 Kilometer Marke. 5 Kilometer to the finish line. Oh, Peter kann nicht mehr. Ey, wir sind hier zu viert. Führen wir noch ein bisschen mit. Ganz ehrlich, Vierter in dem Rennen würde mir schon reichen. Hier, er hat eben den Kopf gewackelt und jetzt zieht er irgendwie nochmal durch. Gebe ich auch nochmal mit Eddie mein Bestes. Vielleicht kann er sich ja irgendwie in die Top 10 retten. Wenn jetzt hier noch einer vorbeikommt. Flachrennen, wieder Top 10 ist für Eddie super. Und mit nur guter Frische. Also da kann man nicht meckern. Wir sind auch noch vor Matteo Trentin reingekommen. Der ist zwar auch noch in die Top 10 gefahren.
Und Arbeit habe ich auch noch geleistet. Also das darf man alles nicht vergessen. Aber sich an Peter ranhängen war echt eine gute Idee. Wer weiß, wie der abgegangen wäre, wenn er noch ein bisschen Luft gehabt hätte. Das da ist Peter, oder? Oder ist das da Peter? Nee, der hier, glaube ich, ne? Na, so richtig konnte ich es jetzt nicht mehr sehen. Da bin ich aber gespannt, was der Manager rausknallt. Schließlich sollten wir Arbeit machen und sind trotzdem Siebter geworden. Da kommt der Nächste aus unserem Team. Team wohl nicht gewonnen haben, ne? Nee, nicht mal ansatzweise. Das hat ein Movistar gemacht. Ja, außergewöhnlich für die Arbeit. Platz 7. Ey, und besten Wasserträger habe ich auch noch bekommen. Ey, aber so einen billigen, einfachen, flachen 31 Punkte eingesackt. Ohne zu gewinnen. Also, nice. Da kann man nicht meckern. So, dann hoffe ich, dass ihr euren Spaß hattet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, Jerry.